So, was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Wir waren auf der Suche nach Teilen für die Mantis, um die wieder zu reparieren. Da müssen wir hier irgendwie in den komischen Keller oder Gang oder was auch immer hier Grease vorbereitet hat gehen. Genau, er meinte, hier kann es gefährlich werden. Wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Mal gucken, was er damit meint. Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Das stimmt wohl. Grease ist schon so ein schmieriger Typ gewesen. Oder ist. Also gut, lass sehen. So, was gibt's hier? Kein Ausweg. Einer von mehreren Tunneln unter Pylons Salon. Pylonsalon, Punkt, genau. Die Nähe zum Landeplatz wäre ideal für den Schmuggel von Waren in und aus Cantina, ohne dass neugierige Augen etwas davon mitbekommen. Lesen muss gelernt sein. Oh mein Gott. Was machst du mir? So eine Angst? Borglinge. Haben die Grease so erschreckt? Dieser Weg ist versperrt. Wäre lustig, wenn die ihn verschreckt hätten. Laserschranke. Eine Energiebarriere, die den Strahlenschild ähnelt, die in den Klonkriegen häufig eingesetzt wurden. Sie widerstehen nahezu allen Arten von Materie, was es fast unmöglich macht, sie zu durchbrechen, ohne ihre Energiequelle zu zerstören oder zu deaktivieren. Los, wir kommen später wieder. So. Also den kann ich wahrscheinlich wieder streichen. Ist okay, ne? Kumpel. Hast du Grease hier unten erschreckt? Du kleines Süßes. Ich beiße nicht. Versprochen. Schon süße kleine Tierchen. Kann man den Bockling streicheln? Trophäe erhalten. Ah ne, ich glaube die Dinger haben Grease erschreckt ein bisschen. Dieses auch. Immer aus dem. Sei vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Jetzt muss ich da runter, um das zu holen. Oh Mann. Natürlich kann ich den nicht angreifen. Wobei habe ich die Fähigkeit nicht gelernt. Kann ich jetzt auch nicht gucken ohne meinen Meditationspunkt. Was gibst du mir? Bitte leben. Leben kann man nicht genug bekommen. Ah, das war nur Erfahrungspunkte. Ja gut. Kann nicht so, ne? Aber das war die falsche Richtung. Na gut, dann leuchtest du immer noch. Verstaubt und verlassen. Schmuggler war. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Kommst du immer her? So, ich hab. Ich immer mit den falschen Tasten. Da bewegt sich nichts. Genau, ich habe auf bei YouTube Shorts gesehen, dass es hier auf Kobo wohl ein Lichtschwert gibt. Ist es das? Sondern springen,
schneller wir bei Grease sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Und da haben wir wohl einen Abflug gemacht. Super. Genau, was ich... Oh. Was ich sagen wollte, nämlich... Warum können wir uns hier unten nicht fest... greifen? Egal. Genau, was ich sagen wollte, hier auf Kobo gibt es wohl ein Lichtschwert. Was dem von Kylo Ren ziemlich ähnelt. Was man hier in der Truhe finden kann. Also ich meine, das wäre Kobo gewesen. Bin ich mir nicht 100% sicher. Aber nur so halb zugehört, aber genau. Ja, hier, doch. Nach einem normalen Angriff. Nee. Was denn? Luftangriff, der hier war's. Wir haben... Wie viele Punkte? 2. Da. Unten links. So, welche Fähigkeiten können wir denn nehmen? Kurz vor dem Hund. Also, ich glaube, ich werde den Luftangriff auf jeden Fall nehmen. Ich hoffe, wir können den auch von oben machen. Weil sonst wäre es ziemlich unnötig. Das sieht auch cool aus. Was bist du hier? Ah, doppelt sogar. Und du... Zeig mal her. Machen wir einfach so eine Spirale rein. Ey, die Fähigkeiten sehen ja alle echt gut aus. Was habe ich hier bei Macht? Maximale Macht erhöht sich. Klingt gut, aber... Ah, wir haben keine Fähigkeitsmacht, super. Warum gucke ich denn? So, genau, dann gucken wir mal. Erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi. Wo wir hier reingelandet sind. Älter. Realisten, was damit zu tun bestimmt. Und hier, zack, 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 zack. Oh, oh. Was ist das für ein Ort? Das wäre ich daneben gesprungen. Wenn ich ihn abgezogen machen. Das sieht nicht so aus. Na gut. Tragödie. Enorme Felsmassen stürzten durch das Dach in diese unterirdische Zuflucht, was auf einen starken oberirdischen seismischen Aktivität schließen lässt. Super. Mehr komplizierte Wörter gab es nicht in einem Satz, ne? Hier unten gibt es immer noch Strom. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Denkst du, die hält uns aus? Probieren wir es aus. Vorsicht, BD. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie.
Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree, ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Sie. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, Sie. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tennelore ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag! Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich stecke fest! Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Cal. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. So, Sie. Sie ist ein Ruine aus der Zeit der Hohen Republik. Der von Jedi-Meistern... Meisterin Santari Kree beauftragt wurde, den Schlüssel nach Tanalor zu bergen. Sie mag Kel sofort, stellt aber seine unkonventionelle Kleidung in Frage. Na gut, also ich hätte gedacht, dass sie uns direkt angreifen würde. Und dann gucken wir mal, wie sie es durchschneiden. Okay. So, Santari Kree. Während Meteoren über den Himmel von Kobo schießen, beauftragt Santari Kree den Druiden ZNA4 oder sie, den Schlüssel nach Tanalore aus der Waldanlage zu holen. Sie weiß jedoch nicht, dass Meisterin Kree gerade alle Informationen über die Navigation in Kobo Abyss aus ihren Speicherbänken gelöscht hat. Warum auch immer. Hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Gut. Mein erster Instinkt wäre, dass wir Orden! Ihr seid ein Jedi! Oder spielen mir meine Fotorezeptoren einen Streich? Nicht wirklich, Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ich trage lieber einen Poncho. Kann ich den eigentlich von hier greifen? Ah, okay. Das erleichtert mir so einiges. Aber ich erstmal hier hingehen. Das hält mich aber nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Gut. Brauche ich zwei Stück. Dann kommen wir wohl nicht dran vorbei, hier lang zu gehen. Ist mehr als eine Schraube locker. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Nein. Oh mein Gott, der wird fast runtergefallen. Will sie nicht rangehen? Hä?
Ach so, da ist schon einer drin. Nein. Wenn ich fragen dürfte, wo es... bin ich irgendwie... Wie ist er wieder hier erschienen? Gleich bist du frei, sie. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit einer Weile fest. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Okay, hiermit kann ich sie... Achso, jo, wahrscheinlich, ne? Hier, genau. Ja, Kell ist untergedocht. Und er wollte eigentlich kein Jedi sein. In dem Sinne. Beziehungsweise wollte er bestimmt, aber durfte er nicht. Sie haben es geschafft. Kommen Sie zu mir. Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken. Danke, Kell. Nichts zu danken. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich wurde lange genug aufgehalten. Oh, nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Darf ich mal sehen? Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also Sie, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Kobo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das oder das? Nein. Oh, ja, das ist der Weg. Mir nach. Ah, jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Kanntet ihr sie, Kerl? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Der Ausgang ist da drüben. Ich hatte großes Glück, dass ihr im richtigen Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Danke für die Kraft. Sie, dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der so? Hallo? Was für ein wundersamer Ort. Wie komme ich dahin? Durch den Kobo-Abyss. Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Sorge. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kerl. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? Sie war wohl schon ziemlich lange weg. So. Jetzt habe ich verpasst, wo wir lang müssen.
Anscheinend hier rein. Wären wir einfach sie gefolgt. Ich frag mich, was das alles mit ihr auf sich hat. Und ob der Tempel vielleicht noch lebt, was ich bezweifle. Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Karl Kestis. Karl, was ist? Ich hab dir gesagt, Kumpel, du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Karl Kestis gehört. Hey, Grace. Ach, der Karl Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Rhys Dryden, das ist Bode Kona. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment. Noch so einer? Karl, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha! Kerl, sie haben mich gerettet, aber ich muss sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist der Druide, dass es kein Mythos ist. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist er so hart, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay, wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder voll einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Vorwärts. Sie... Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du doch die Schubdüsen runterfahren. Mir nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und... Erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh, mein Lieber. Kerl, ich werde den Salon schließen, bevor ihn die Raiders noch zerlegen. Nimm die Hintertür, ja? Ich liebe Grease. Er ist ein guter Freund. Er hätte Kell nicht verraten. So viel ist sicher. Dank Kells Bemühung verbessert sich der Außenposten in Ramble Reach kontinuierlich. Neue Läden und Aktivitäten sind jetzt verfügbar. Thomas Laden freigeschaltet. Thomas Laden ist im Außenposten auf Kobo ist jetzt verfügbar. Auf Kobo gefundene seltene Mineralien können hier ausgegeben werden. Perfekt. Für den Außenposten rekrutieren. In der gesamten Galaxis kann Kell neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Ramble Reach Außenpostens beitragen können. Kehre hierher zurück, nachdem du sie nach Kobo geschickt hast. Werde ich so machen. Kobo Stimmschlüssel. Aktiviere die Technologie aus der Zeit des der Hohen der Republik, um in neue Gebiete zu kommen. Also, Barkeeper, wo ist dieses Ölbad, das du erwähnt hast? Kommt sofort, altes Mädchen. Aber ich denke, du würdest es mehr genießen, wenn wir zuvor ein wenig plaudern. Schnall dich an, diese Infos sind bestimmt schwer zu verarbeiten. Oh, komm schon, ich kann mit schlechten Nachrichten umgehen. Lass nichts weg. Gut, fangen wir an. Vor einigen Jahren beschloss der oberste Kanzler, dass Demokratie außer Mode ist und erklärte sich selbst zum Imperator. Die Republik gibt es nicht mehr? Leider. Heutzutage gibt es kaum noch Planeten, die nicht unter imperialer Kontrolle stehen. Das ist in der Tat eine Katastrophe. Altes Mädchen, du hast kaum noch Energie. Sollen wir eine Pause einlegen, damit du dich frisch machen kannst? Ja, vielleicht wäre das am besten. Okay. Was hast du Sieht nicht aus wie ein Raider. Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht, keine verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Droide ist niedlich. Das ist BD1. Ich bin Kerl. Wurde auch mal Zeit, dass ein paar neue Gesichter in die Stadt kommen. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. Kobo ist ein großer Planet. Es muss jemanden geben, der so denkt wie ich. Na gut, was hast du
sozusagen. See. Hey, See. Weißt du irgendwas über diese Waldanlage? Meine Speicherbänke enthalten dazu nichts, Kerl. Aber es ist mit Sicherheit das Werk von Meisterin Cree. Woher weißt du das? Zu ihrer Zeit war ihr niemand ebenbürtig. Natürlich gab es auch andere Wissenschaftler und Techniker. Aber alles auf Kobo ist ihr Werk. Auf die eine oder andere Weise. Nicht jetzt, Kerl. Warum reden wir nicht weiter, wenn sie von der Anlage im Wald zurückkommen? Nicht so unfreundlich, bitte. Was hast du noch zu sagen? Wie lange kennst du Boat schon? Nicht lange, wir haben auf Coruscant zusammengearbeitet. Was für ein Job war das? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Verstehe, kein Wort mehr, Kerl. Ich weiß, wann es genug ist. Das erinnert mich an ein anschauliches Sprichwort auf Kalastar. Wenn du unter einem Presternest stehst, wird es sogar in der Wüste regnen. Und wenn der Regen kommt... Gehst du besser aus dem Weg. Genau. Kerl, wir reden später. Sie und ich sprechen gerade über den Zustand der Galaxis. Ich sag dir, ich bin fertig. Tut mir leid, Kerl, aber ich bin hier mit dem alten Mädchen beschäftigt. Okay, gut. Da fällt mir ein, ich sollte bald mal nach dem Ölbad sehen. So, Boot. Gut, dass du auf den Füßen gelandet bist, Kerl. Und wie ist alles ausgegangen? Bravo ist tot. Also, ich hab's geahnt. Es tut mir wirklich leid, Kerl. Ich weiß, wie viel er dir bedeutet hat. Er war ein guter Freund. Das waren sie alle. Sie werden mir fehlen. Definitiv keine gewöhnliche Crew. Das wusste ich von Anfang an. Tja, Gabs, Bravo, die Zwillinge, wir standen uns nahe. Ich verstehe. Aber denk dran, du bist bei dieser Sache nicht allein. Schön, dass du hier bist, Bart. Ich passe auf dich auf, Bruder. Genau. Und nicht zur dunklen Seite wechseln. Das ist wichtig. Danke, dass du bei Grease bleibst, während ich der Spur nachgehe. Doppelt so viel Arme, doppelt so viel Spaß, was? Wohl eher doppelt so viel Ärger. Oh, dann bin ich mal gespannt. Und was macht Kobo? Bist du wie geplant von allem weggekommen? Na, das musste ich, Kleiner. Weg vom Imperium, der Haxion-Brut, dem ganzen Ärger entkommen. Der Ärger scheint uns immer zu finden, Grease. Hast du mittlerweile auch mitbekommen, was? Was du nicht sagst. Genau wie der alte Droide, was? Gibt's Probleme mit sie? Meinst du das ernst? Sie sticht heraus wie ein bunter Farbklecks bei einem Pottrennen. Nicht, dass ich wählerisch bin. Wenn du noch mehr verlorene Seelen mit traurigen Geschichten findest, schick sie ins Palons. Hörst du? Dieser Ort könnte ein wenig Ärger vertragen. Super. Geh schon. Ich muss mich auf die Untersuchung hier konzentrieren. Ja, gut. Aber hier konnten wir nicht durchgehen, ne? Hat er doch gesagt, dass er abgeschlossen hat. Genau. Gut, dann nehmen wir den Hinterausgang. Da gibt's hier noch irgendwas. Viel los ist hier bestimmt nicht. Ja, kannst du laut sagen. Oh, hier komische ist Schrottkiste, die du da angeschleppt hast. Eigentlich ist sie ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik. Egal, geh einfach weiter. Kein Wunder, dass du hier allein sitzt. Das stimmt, das stimmt. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Oh. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Ja. Ach, hier sind noch zwei. Hast du den Droiden dabei? Du hast sie auch gerettet, was? Ich habe ihr nur wieder auf die Beine geholfen. Und er will dafür nichts im Gegenzug. Naja, sie hat mir ihren Stimmschlüssel überlassen. Oh, ein Du. Was? Du hast einen echten gefunden? Das stimmt. Denkst du, ich könnte vielleicht... Du kannst den ja nicht borgen, Tage. Hi, Kerl. Hör mal, Freund. Wie heißt du? Kerl. Moran. Angenehm. Du wirkst wie ein anständiger Bursche, Kerl. Vielleicht bist du nur der neueste Idiot, der sich mit den Bedlam Raiders angelegt hat. Aber vielleicht bist du wirklich eine ehrliche Haut. In jedem Fall wird dieser Ort dich ausbluten. Verschwinde, solange du kannst. Es vermerkt. Also, ich bin eigentlich ein Jedi. Und die haben sich mit mir angelegt, nicht ich mit denen. Das ist ein Unterschied. Die legen sich ja aber eigentlich mit jedem an. Gut. So, und damit würde ich sagen, haben wir die halbe Stunde jetzt voll und würden die Folge beenden.
Und in der nächsten Folge können wir hier noch ein bisschen rumgucken und entdecken, was es hier noch so gibt. Genau, aber bis dahin könnt ihr dem Video ja ein Like und einen Kommentar da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!